Hallo zusammen, willkommen zu einer kurzen brandaktuellen Skatgeschichte, die sich gestern in Neumünster zugetragen hat. Da fand statt die Vorrunde zur deutschen Mannschaftsmeisterschaft. Ich selbst war gar nicht vor Ort, habe ja dann aber immer doch das ein oder andere Vöglein, welches mir so eine Partie hier einzwitschert. In dem Fall war es dann Fabian, der vor Ort war. Ihr kennt ihn aus den Rätseln, ihr kennt ihn aus der ein oder anderen Analysepartie, die ich schon gebracht habe. Der war dabei und durfte dieses spannende Spiel beobachten. Mittelhand war sofort weg, Hinterhand kam ran, allerdings erst bei 22 hat Vorhand gepasst und Hinterhand schaute auf eine Bombenkarte nach Skataufnahme, drei Buben, Kreuz Dame zu dritt, Ass 10 König Herz, Ass in Pik und Karo 10 Lusche. Dann stellt sich logischerweise zunächst mal die Frage, was drücken und was spielen? Also macht euch doch mal kurz Gedanken, wenn ihr in der Mannschaftsmeisterschaft spielt, also nicht nur für euch, sondern für das Team spielt, welches ist denn überhaupt das bessere Spiel? Der Kreuz oder der Grang? Und wie sollte das entsprechende Spiel jeweils gedrückt werden? Nun, beim Grang gebt ihr logischerweise vier Stiche ab. Der Kreuz mit Karo Lusche 10 im Keller sieht dagegen ausgesprochen stabil aus. Ein sogenannter Zehntrümpfer, wie es so schön heißt, mit geschlossener Beikarte. Auch im Trumpf, wenn das artig sitzt, gebt ihr vielleicht sogar nur einen Stich ab. Das bedeutet, der Kreuz hat ausgezeichnete Schneiderchancen. Dann geht es hier auch nur um 12 Punkte Unterschied gegenüber dem Grang, 36 Punkte gegenüber 48 Punkte. Und das mag dann so der Ausschlag gewesen sein, auch für den Spieler, dass der sich entschieden hat, tatsächlich hier 10 Augen in Karo zu drücken und dieses vermeintlich so gut wie unverlierbare Kreuz zu spielen. Tatsächlich ist der Kreuz natürlich auch bärenstark und hat sicher eine Gewinnerwartung deutlich über 90%. Allerdings bei korrekter Drückung ist der Grang sogar noch eine Ecke stärker. Wichtig ist dann, dass neben der Karo 10 die Kreuz-Dame mit in den Keller geht. Dieses Bild ist hier sehr entscheidend, denn mit 13 Augen im Keller und 4 Abgabestichen können wir es ja einfach mal kurz durchkalkulieren. Verlustrechnung wieder, was kann eigentlich hier schlimmstenfalls passieren? Auf die drei Luschen fallen, sagen wir mal, die vier Vollen, das sind 42 und zwei Könige 50. Selbst wenn dann noch Herz-Dame-König mit dem Kreuz-Buben abgestochen wird, sind es nur 59. Und wenn kein Abstich im Spiel ist, sondern der vierte König, sagen wir mal, auf den Bubenstich geht, dann wären es sogar nur 58. Und das bedeutet andersrum, dieser Grang ist überhaupt nur dann zu verlieren, wenn das Pik-Ass im Spielverlauf abgestochen wird. Und dazu müssten wahrscheinlich eben sechs Piken sitzen und der Bube in der anderen Hand oder sogar in den ersten Stichen noch auf die Fehlkarten Pik abgetragen werden. Insgesamt eine sehr, sehr unwahrscheinliche Konstellation, auch aufgrund der Reizung nicht unbedingt zu glauben, dass jetzt da sechsmal Pik sitzen und hier der Bube. Und deswegen ist der Grang sehr wahrscheinlich hier das stärkere Spiel. Spieler hat nun aber, wie gesagt, 10 Augen gedrückt in Karo und sieht jetzt im Aufschlagstich Karo Ass und Karo Dame vor sich liegen. Also wenn das kein gelungener Auftakt ist, dann weiß ich auch nicht. Gestochen natürlich mit der Trumpf Dame und erstmal einen Buben gezogen. Noch ist ja schließlich die Schneider-Idee völlig intakt. Nach diesem Stich jetzt hier allerdings nicht mehr. Es liegt Herz Lusche, das heißt, der Spieler sieht, dass er tatsächlich sich gegen 5 Trümpfe wehren muss. Nun ist das ja im Prinzip immer noch gar nicht so ein Riesenproblem, gerade wo er schon Karo Ass Dame gestochen hat, Pik Karo 10 im Keller, sollte das Spiel wohl immer noch nach Hause gehen. Der Spieler war wohl auch entsprechend selbstbewusst und hat sich gar nicht allzu einen großen Kopf gemacht. Ich frage an dieser Stelle ein zweites Mal in die Runde, wie solltet ihr jetzt optimalerweise das Spiel fortsetzen, nachdem es eben so losgelaufen ist? Nun, typischerweise gebt ihr ja trotz allem, trotz den 5 Trümpfen, nur 3 Stiche ab. Trumpf Ass, Trumpf 10 und Kreuz Bube. Selbst wenn hier noch 2 weitere Karos etwa sitzen sollten, dann solltet ihr nur 3 Stiche abgeben, da ihr ein weiteres Mal mindestens in Pik oder Herz eingespielt werdet. Und deswegen ist hier einfach, sage ich jetzt mal, Panik ein bisschen fehl am Platze. Ihr könntet von daher im Prinzip einen Buben weiterspielen und im Spielverlauf solltet ihr irgendwann den Trumpf König bekommen.
Es gibt allerdings eine Konstellation, wo das jetzt doch problematisch wird, und das ist, wenn jetzt hier noch der blanke Karo König etwa sitzt und hier Karo Ass Doppellusche, dann könnte auf den Buben der Karo König reingeworfen werden und auf nachgespieltes Karo fliegt jetzt schon die zweite Herzlusche, was dann im weiteren Spielverlauf dazu führt, dass euer Herz, der sehr wahrscheinlich nicht läuft, da könnt ihr euch nämlich aufgrund der Reizung auch schon mal drüber Gedanken machen, dass sehr wahrscheinlich Vorhand herzfrei ist und deswegen diese 20 gehalten hat. Es also ist nicht sehr besonders plausibel, dass er drei Herzen oder zwei Herzen hat und damit dann die 20 gereizt hat. Dann kann es eben euch passieren, dass wenn Herz auf Stich steht, im Spielverlauf nach Herz Ass Abstich der letzte Herz auf die letzte Karolusche abgeworfen wird und auf Herz 10 dann etwa Pik 10 gesemmelt wird. Das ist also der Grund, warum ein Bube jetzt vielleicht die zweitbeste Fortsetzung ist, aber nicht die allerbeste. Gar nichts verkehrt machen könnt ihr an sich mit Herz Ass. Damit klärt ihr erstmal ein bisschen die Karte und behaltet euch die Option, später noch Buben zu spielen und nur eben drei Stiche abzugeben offen. Und wenn ihr eben nur drei Stiche abgibt, selbst wenn das Herz Ass gestochen wird, dann können eben auf Herz hier einmal 25 fallen, Herz 10, Kreuz 10, Herz Lusche sind 45 und dann gibt es noch den einen Bubenstich, selbst wenn eben Pik 10 hier steht, sollten das nur 59 für die Gegenpartei werden. Der Spieler hier hat jetzt aber aufgrund der Trümpfe sich ein bisschen wuschig machen lassen, ist jetzt auch über die Dörfer gegangen, hat aber mit dem Pik Ass angefangen und damit gibt er quasi das Tempo auf, das ihm der Pik Einschub beschert und gibt damit quasi einen Stich auf. Das heißt, er akzeptiert jetzt, dass er vier Stiche abgibt statt drei, ob nun wissentlich oder unwissentlich. Und so lief das Spiel jetzt also weiter. Pik Ass geht nach Hause. Jetzt kam Herz Ass und Herz Ass wurde eben tatsächlich gestochen. Was ja, wie gesagt, schon fast drauf stand, jetzt keine große Überraschung mehr ist. 25 Augen, ganz normal, Karo Lusche, Karo König, wieder gestochen. Hier kann man auch schon mal überlegen, mit dem Buben zu stechen. Dann muss man aber schon etwas weiter vorausdenken. So lässt es sich hier auch noch vertreten. Und dann eben Herz weiter, sogar hier mit dem kleinen Anschisszug erstmal nur der Herzkönig. Aber der Spieler in Vorhand mit den ganzen Trümpfen, dem ist das ganz egal. Der sagt, ich steche trotzdem meine Trumpf 10 nach Hause und wenn jetzt hier eben die Herz 10 fällt, ist es uns auch recht, dann gewinne ich auch. War aber eben nicht der Fall. Es kam Herz Lusche, 39 hier und jetzt kam tatsächlich sogar die Pik 10 im Angebot. Pik 10 Lusche und damit frage ich jetzt ein letztes Mal in die Runde, wie sollten wir nach bekannten Verteilungen und vorgegebenem Verlauf jetzt hier diese Pik 10 behandeln. Es ist ja schon relativ viel klar, ich decke deswegen hier auch mal die Karten auf. Der Spieler hier hat ja bekanntermaßen noch zwei Trümpfe und dann entweder noch einen Pik oder den letzten Karo und der Spieler hier in Mittelhand hat logischerweise noch den letzten Herz und dann eben entweder ein Pik, ein Karo oder die beiden fehlenden Piken. Das ist soweit alles klar und das bedeutet, der Spieler hier, der Alleinspieler, hat jetzt noch eine gute Chance und wenn ihr das durchanalysiert und ein bisschen ausgezählt habt, seid ihr hoffentlich auch drauf gekommen, dass er jetzt am besten mit einem Buben sticht und dann die Herz 10 anbietet. Herz 10 wird gestochen, wenn nicht, hat der Spieler sofort gewonnen. Herz 10, Kreuz König, Herz Lusche muss bedient werden auf 53 und dann gibt es eben nur noch einen 6-Augen-Stich, egal wo der Pik König steht. Das heißt, die Gegenpartei bekommt nur 59 und das Spiel wird noch gewonnen. Der Spieler hier war aber wohl immer noch der Meinung, dass gerade wo er jetzt die Pik 10 sieht, er das Spiel zwingend immer gewinnt. Außerdem hatte er sich wohl ein bisschen auf den Trumpf König eingeschossen, den wollte er unbedingt erobern. Und jetzt kam also neben dem falsch angesagten Spiel, wenn man so will, neben dem strategischen Fehler im dritten Stich jetzt hier auch noch ein Zugfehler dazu. Er sticht jetzt hier mit der Lusche, spielt den Buben raus. Hat der Spieler hier natürlich mitgenommen und bekam den Pik König gewimmelt auf 47. Jetzt kam eben Pik Dame, ein Abwurf, ganz egal.
Und ja, der Spieler hat jetzt in der Tat den Kreuzkönig erobert, aber er hat dafür eben einen vierten Stich abgegeben und muss jetzt die tote Herzzehn abwerfen auf 60. Anders hätte er noch weniger bekommen. Darf ich vorstellen, das war meine Tochter, die hier ganz kurzfristig vorbeigelaufen ist. So, Spieler hat jetzt also, obwohl er den Kreuzkönig bekommt, mit 60 das Spiel verloren. Was können wir also daraus lernen? Immer wachsam bleiben. Ein bisschen Paranoia ist das, was zum Grundgerüst des erfahrenen Skatspielers gehört. Egal wie gut die Karte ist, der Anschiss lauert überall. Deswegen wachsam bleiben, immer ein bisschen präzise rechnen, zählen. Da konnte gar nichts passieren. Der Spieler hat sich hier unnötig bange machen lassen und dann im Prinzip, ja, in der Panik so eine Fehlerkaskade quasi sogar hingelegt und damit jetzt natürlich dieses Keulenspiel mit 60 verloren. Allerdings, das muss man auch sagen, dafür haben wir jetzt hier wieder eine schöne Analyse gehabt. Wünsche euch noch einen schönen Restmontag, bleibt am Ball, immer gut Blatt und bis bald.